Georgia Guidestones. Countdown zum Great Reset. 4 Steine, 8 Sprachen und eine unmissverständliche Botschaft. Über 7 Milliarden Menschen sollen für eine bessere Welt sterben. Jetzt und exklusiv bei Norman Investigativ. Fühl ich, Bro. Wir sind drin. Drittens, führe ein Weltgericht ein. Und viertens, optimiere den menschlichen Genpool. Eugenik? Ja, Arab Schreiners. Noch nie gehört. Miese Recherche gerade, Freunde. Ihre Tempel sehen nicht nur aus wie Moscheen, sie nennen sie auch Moscheen. What the fuck? Ist kein Photoshop, liebe Freunde, und auch keine Verschwörungstheorie. Es scheint mal wieder alles miteinander in Verbindung zu stehen. Man muss sich nur aus den Fängen der eigenen Bequemlichkeit befreien und schon wird einem ersichtlich, wer da alles im Hintergrund die Fäden zieht. Und die Fäden führen zu den üblichen Verdächtigen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Georgia Guidestones Countdown zum Great Reset von Norman Investigativ. Näher an der Wahrheit. Eins von Normans Videos, welche wir noch nicht reingezogen haben und was sehr, sehr interessant ist. Wir haben in der Alex Jones Doku, haben wir gesehen, da waren die Georgia Guidestones auch Teil, wo ja auch steht, dass die Menschheit auf 800.000 bzw. 800 Millionen reduziert werden soll und diese ganzen Geschichten. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los. Und los. Vier Steine, 8 Sprachen und eine unmissverständliche Botschaft. Über 7 Milliarden Menschen sollen für eine bessere Welt sterben. Es geht um die Georgia Guidestones und dazu gibt es auf Wunsch von euch endlich ein Investigativvideo von mir mit einigen neuen Informationen und interessanten neuen Fakten mit Spuren zu den üblichen Verdächtigen jetzt und exklusiv bei Norman Investigativ. Fühl ich, Bro. Wir sind drin. Alberton. Ein beschauliches Örtchen im Süden der USA. Mit seinen rund 5000 Einwohnern ist es etwas größer als ein Dorf. Und so unscheinbar diese Siedlung auch wirkt, ist Alberton doch ein Ort vieler Geheimnisse. Und einer dieser Geheimnisse sind die Georgia Guidestones. Wer hat sie in Auftrag gegeben und vor allem warum wurden diese Steine hier mitten im Nirgendwo hingesetzt in die Nähe eines Ortes, dessen Belanglosigkeit alleine diesen Luftaufnahmen zu entnehmen ist? Gute Frage. Der Legende nach soll sich alles hier abgespielt haben, in den Büroräumen der Alberton Granite Association, die, wie der Name schon sagt, mit Granit handelt. An einem Freitagnachmittag im Juni des Jahres 79 soll der damalige Präsident der Alberton Granite Company, Joe Fentley, in seinem Büro gesessen haben, als ein gewisser Robert C. Christian auftauchte und den Preis für ein steinernes Monument erfragte. Diese Begegnung wird in dieser Georgia Guidestones Broschüre, herausgegeben von der besagten Firma, in allen Details beschrieben. Darin lesen wir, dass dieser Robert C. Christian angab, im Auftrag einer kleinen Gruppe loyaler Amerikaner zu handeln, die an Gott glaube. Okay. Er selber wohne außerhalb von Georgia und würde gerne eine Botschaft für die kommenden Generationen hinterlassen. Das geplante Monument solle zudem als Kompass, Kalender und als Uhr funktionieren und Katastrophen überstehen, so die Wünsche des R.C. Christian. Das kann man doch aber nicht auch einfach so machen, oder? Muss man da nicht, da muss man doch safe irgendwelche, also in Deutschland musst du da safe Genehmigungen für einholen und so. Kannst ja nicht einfach so ein Monument bauen. Irgendwo. Auch wenn es nur ein Dorf ist.
Um das passende Grundstück für sein Monument zu finden, sei Robert C. Christian anschließend um Alberton herumgeflogen und sei in etwa 14 Kilometern Entfernung fündig geworden, und zwar auf diesem Acker hier, das er für $5,000 erwarb. Ah, der hat es gekauft. Okay, crazy. Das Projekt startete unverzüglich mit der Erschließung des Grundstücks und astronomischen Berechnungen vor Ort, um die Position der Sonne und Sterne zu bestimmen, während im Steinbruch von Alberton die tonnenschweren Blöcke herausgeschnitten wurden. Nach genauer Anweisung wurden die Steine geformt, angepasst, astronomisch markiert sowie mit den vorgegebenen Schriftzeichen versehen. Innerhalb von 9 Monaten konnte das Monument fertiggestellt werden, sodass die Guidestones noch im März 1980 aufgerichtet werden konnten, was dem Wunschtermin des R.C. Christian entsprach. Und eingeweiht wurde das Objekt, verhüllt als schwarzer Kubus. Schwarze Kuben. Sowas kennen wir aus meinem letzten Video. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung einlegen und sich dieses Black Goo Video zu finden in meiner Playlist anschauen. Alle anderen ahnen bereits jetzt, dass hier ein Ritual stattgefunden hat und dass die Guidestones womöglich mehr sind als nur ein Monument, und davon zeugen auch die merkwürdigen Inschriften. Die Inschriften. Sie bestehen aus 10 Geboten, eingemeißelt in Stein. Die Kernforderung der Guidestones lautet: Erstens, reduziere die Menschheit auf unter 500 Millionen. Das ist schon, Bruder, da bin ich halt schon so, da denke ich mir schon so, wie jetzt? What the fuck, Bro? Wer sind diese Gruppe, eine kleine Gruppe aus Amerika, die an Gott glaubt angeblich? Dass sie sowas festlegen, weißt du? Da steckt definitiv was Größeres dahinter. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nur so ein paar, so eine kleine Gruppe war von irgendwelchen JungsInnen, die dann gesagt haben, komm, mach mal so Steine, wo wir draufschreiben, reduziert die Menschheit auf 500 Millionen. What the fuck? Das hört sich nach Bill Gates an. Weißt du, was ich meine? Zweitens, vereine die Menschheit. Drittens, führe ein Weltgericht ein. Und viertens... Bro, das ist doch Dingsrecherche hier gerade. Neue Weltordnungsrecherche, George W. Bush, Bro, Bilderberger, WEF-Talk. Optimiere den menschlichen Genpool. Eugenik? 10 Gebote in Stein, sowas kennen wir von Moses, doch bei seinen 10 Geboten, die ihm von Gott persönlich überreicht wurden, ging es mehr um das soziale Miteinander. Um Soziales geht es bei den Georgia Guidestones wenig, und von Gott stammen diese 9 Gebote auch nicht. Es sind Menschengebote, die radikale Einschnitte und eine neue globale Ordnung fordern. Eine Ordnung, die viele erschaudern lässt. So steht im 2. Gebot geschrieben: Lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Tauglichkeit und Vielfalt verbessern ist eine nahezu eugenische Forderung, wie wir sie aus dem Dritten Reich kennen. Hier eine oder von den neuen WEF-JungsInnen. Propaganda aus der besagten Zeit, was man damals unter Tauglichkeit verstand. Tauglich wäre demnach der starke Mann unten. Die beiden anderen, die er da schultern muss, sind es offensichtlich nicht und würden ihm nicht nur Mühe, sondern auch Geld kosten. 200.000 Euro nach heutiger Rechnung. Hier weitere eugenische Propaganda aus der NS. Hier trägst du mit, ein Erbkranker kostet bis zur Erreichung des 60. Lebensjahr im Durchschnitt 50.000 Reichsmark. Was für eine Scheiße. Die Gefahr der Vermehrung der Minderwertigen. Bro. Wie die Guidestones auf eine Gefahr in der Vermehrung der Minderwertigen hinweisen. Lenke die
Denn Gott kann nicht wollen, dass Kranke und Gieche sich in Kranken und Giechen fortpflanzen. Ach, Lieche. Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Boah, wie ekelhaft. Wenn das keine eugenische Propaganda ist, was ist es dann? Das haben die Kinder damals in der Schule gelernt, Bro. Echt jetzt, Digga? Das ist echt crazy, ne, wenn du so überlegst. So unmenschlich. Ja, gehen noch weiter und meinen, dass die Anzahl genetisch minderwertiger Menschen im Laufe der Zeit zunehmen würde, weil diese sich unkontrolliert vermehren würden. Übertragen auf die heutige Zeit mit 7,8 Milliarden Menschen bedeutet das, dass rund 7,4 Milliarden von uns geringwertiger Qualität wären. Nur rund 312 Millionen Menschen würden zu den Hochwertigen zählen, die dann alleiniges Existenzrecht hätten. Was auch der ersten und radikalsten Forderung der Guidestones entsprechen würde. Halte die Menschheit unter 500 Millionen. Asozial. Über 7,4 Milliarden Menschen wird nach dem ersten Gebot der Guidestones die weitere Existenz verwehrt. Wer denkt sich sowas aus? Der Legende nach irgendein RC Christian, der nach eigenen Angaben an Gott glaubt und irgendwann irgendwo in Amerika irgendeinem Steinmetz rein zufällig über den Weg gelaufen ist. Nein, 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 da sind wir zu tief in der Recherche drin, um das zu glauben, Freunde, oder? Doch wie kann ein gottgläubiger Mensch eigene 10 Gebote verfassen, diese auch noch ketzerisch und Mosesgleich in Stein hauen und dann auch noch fordern, in die Schöpfung einzugreifen? Schauen wir daher nochmal etwas genauer hin. Zurück zur Legende, die den Eindruck erweckt, dass diese Steine nur rein zufällig hier in Albert entstehen, einer Siedlung mit wenigen tausend Einwohnern. Doch so unbedeutend ist diese Kleinstadt nicht. Denn zur selben Zeit, als die USA von Freimaurern wie George Washington gegründet wurden, wurde Alberton ebenfalls von einem Freimaurer gegründet, dem Großmeister Samuel Albert. Samuel, mein Jutster! Alberton ist eine Freimaurerstadt und trägt den Namen dieses Freimaurergenerals 32. Grades. Des Weiteren heißt es, dass auch dieser Steinmetz Joe Fentley rein zufällig von diesem RC Christian beim Vorbeifahren in seinem Büro aufgesucht wurde. Man bekommt den Eindruck, als sei dieser Joe Fentley ein stinknormaler Steinmetz wie jeder andere von diesen dutzenden Granitunternehmern in Alberton. Doch so Granitstadt, wa? Geschrieben ist. Leon, du warst doch auch ein Freimaurer. Bro, sei leise jetzt, dürfen die Leute nicht wissen. Psst. Dieser Joe Fentley nicht, denn in der Georgia Guidestones Broschüre plauderte er etwas aus dem Nähkästchen und zwar auf Seite 39 und wenn wir uns bis dahin durchblättern, erfahren wir, dass er zum Beispiel ein Rotarier war und damit schon mal international vernetzt, was ihn noch nicht auffällig macht. Aber weiter heißt es, er war auch Großmeister 32. Grades nach schottischem Ritus in der Philomathea Masonic Lodge 25 in Alberton. Der Großmeister einer Freimaurerloge zu sein, das ist schon eine große Nummer für einen gewöhnlichen Steinmetz. Doch auch damit nicht genug. Er sei auch Mitglied des Ya-Arab-Schreintempels im benachbarten Atlanta gewesen. Ya-Arab-Schreiners, Digga, heftig. Und Präsident des Valley-Schreins in Savannah. Schreiner sind ein antik-arabischer Freimaurerorden, die sich islamischer Symbolik und altägyptischer Mystik bedienen. Islamische Symbolik und altägyptische Mystik. Ya-Arab. Ya-Arab-Schreiners, noch nie gehört. Miese Recherche gerade, Freunde. Ihre Tempel sehen nicht nur aus wie Moscheen, sie nennen sie auch Moscheen. What the fuck? Und ihre Statuen tragen auffällig osmanisch-türkische Uniformen und das mitten in Amerika, beschützt von ägyptischen Sphinxen. Bro, was haben die denn da für eine Recherche ausgegraben? Osmanisch, ägyptisch, freimaurerisch, die Guidestones wurden...
Osmanisch-ägyptisch freimaurerisch. Bro, what the fuck? Also von einem Mann gebaut, der nicht nur hochgradiger Freimaurer war, sondern auch ein führender Schreiner, dessen symbiontische Beziehung auch hier nochmal deutlich wird. Und das alles geschah in einer Stadt, welche ebenfalls von einem Freimaurer gegründet wurde. Deus sagt, die Freimaurer sind nicht mal so krass. Das Ding ist, Freimaurerei heutzutage ist auf jeden Fall nicht mehr so krass. Damals war das auf jeden Fall schon anders, ne? Wo die noch undercover waren. Da haben das viele auch als Verschwörungstheorie abgetan. Und dann ist es immer mainstreamiger geworden. Und heutzutage haben die sich halt aufgemacht, auch für die breite Masse, sag ich mal. Aber wenn du da in den Ligen aufsteigst und wenn du immer tiefer reingehst, dann wirst du auch noch in andere Logen eingewiesen und weißt Dinge, die auf jeden Fall crazy sind. Aber nach außen hin haben die jetzt halt so eine mainstreamige Facette aufgebaut, was, denke ich mal, auch Plan war. Als die gemerkt haben, die können das nicht mehr geheim halten, haben sie es dann halt für sich genutzt, so. Weißt du? So denke ich. Alles nur Verschwörungstheorien, oder sehen viele hier den Wald vor lauter Bäumen nicht? Schauen wir uns diesen ominösen Ya'arab-Schreintempel in der Nähe der Guidestones nochmal etwas genauer. Ya'arab, Bro, das ist schon heftig, ja? Diese Recherche kann man auch nochmal, es interessiert mich gerade, habe ich noch nie von gehört. Und da sind sie wieder, die grimmigen Männer, bei denen Joe Findlay Präsident. Naja, so grimmig sehen die jetzt nicht aus. War. Unter About Us erfahren wir, dass zu dieser Bruderschaft auch Astronauten zählen. Oh, da werde ich hellhörig. Und nun dürft ihr dreimal raten, von welchem Astronauten da die Rede ist. NASA. Die Rede ist natürlich von dem hier mit dem berühmtesten Fußabdruck der Welt, dem gleichzeitigen Hochgrad-Freimaurer Buzz Aldrin. Miese Recherche, Alter. Wir sind drin, Freunde. Spätestens jetzt muss der Aluhut ausgepackt werden. Ne? Wisst ihr schon Bescheid, oder? Habt ihr selber schon gemerkt, oder muss ich da noch irgendwas sagen? Ein Ya'arab-Schreiner auf dem Mond. Hier mit passender osmanischer Kappe. Das ist ya crazy. Ya'arab. Apollo 11. Und das, ich küsse doch dein Herz, ist kein Photoshop, liebe Freunde, und auch keine Verschwörungstheorie. Es scheint mal wieder alles miteinander in Verbindung zu stehen. Das ist doch Photoshop. Guck mal hier, Yasin. Norman hat doch gesagt, es ist kein Photoshop. Vertrau ihm doch mal, Bruderherz. Ich küsse doch dein Herz. Quelle, vertrau mir. Ja, Arab. Shriners around the world. Happy 29th birthday, Noble Buzz Aldrin, Facebook. Verstehst du, was ich meine? Bruder, ja, Arab ist crazy. Shriners. Scheint echt zu sein. Sieht nicht so legit aus. Doch, das ist echt. Ich bin mir sicher. Bruder, diese Ya'arab-Recherche ist schon Ding, Alter. Nicht erlauben. Kein Standort. Heftig. Haben die nicht vielleicht den hier suchen? Wird Buzz mit 2Z geschrieben oder mit einem nur? Mit 2, glaube ich, ne? Einfach mal eine Suche eingegeben. Ja, das ist natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist legit auf jeden Fall. Um solche Verstrickungen zu sehen, bedarf es keine größeren Anstrengungen. Man muss sich nur aus den Fängen der eigenen Bequemlichkeit befreien und schon wird einem ersichtlich, wer da alles im Hintergrund die Fäden zieht. Und die Fäden führen zu den üblichen Verdächtigen wie den Freimaurern, Schreinern. Aber auch das Stück Land, auf dem die Guidestones stehen, haben einen freimaurerischen Hintergrund und tragen den Namen eines hochdotierten Freimaurers. Doch was ist mit diesem R.C. Christian, dem anonymen Finanzier und Auftraggeber der Guidestones? Ist auch dieser Mann mit irgendwelchen Bruderschaften verstrickt? Die Auftraggeber der Guidestones sind der Meinung, dass sich die Menschen in die falsche Richtung entwickeln. Über ihre 10 Gebote fordern sie eine Reform der Wissenschaft, Religion und Ethik, um die Menschheit in die richtige Richtung zu weisen. Genau das entspricht der Agenda der sogenannten Rosenkreuzer. Wir lesen,
Das Hauptanliegen und Ziel der drei Schriften war es, diese Entwicklung durch eine Kultivierung der Erde mittels einer kontinuierlichen Reformierung von Wissenschaft, Ethik und Religion gegenzusteuern. Rosenkreuzer, auch miese Recherche, ne? Doch wer sind diese Leute? In dieser Selbstdarstellung aus dem Jahre 1618 wird deutlich, dass die Rosenkreuzer wohl auf stetige Mobilität und Verteidigung setzen, um sich sowohl unangreifbar als auch unauffindbar zu machen. The Rose Cross Lamen. Das ist deren Symbol, oder was? Der Name Rosenkreuzer geht auf dieses Buch aus dem Jahre 1459 zurück. Hier fällt zum ersten Mal auch der Name Christian Rosenkreuz ab. Deutscher, oder was? Gekürzt mit R und C. Digga, viele von diesen Geheimgesellschaften, Illuminati auch und so, wurden in Deutschland gegründet, ne? Deutschland ist immer wieder crazy, Bro. Mystisch unterwegs. Und RC Christian, war das nicht der Name dieses anonymen Finanziers? Oh shit! Oh shit! Und Auftraggebers der Guidestones, der unauffindbar und somit unangreifbar bleiben wollte? Ein erster Hinweis auf die Rosenkreuzer? Einen weiteren Hinweis liefert uns die Granitfirma, die die Guidestones gebaut hat. Die haben 5 Jahre zuvor dieses Objekt hier auf ihren Hof platziert, einen ägyptischen Obelisken. Dieser Obelisk steht noch heute da, wie wir auf Google Street View bewundern können, und wenn wir uns da mal etwas reinzoomen, scheint ein Kreuz darauf zu thronen, doch nicht irgendein Kreuz. Rosenkreuzerkreuz. Bro, miese Recherche. Sondern ein Rosenkreuz. Womit wir einen weiteren Hinweis auf die Rosenkreuzer hätten. Die nächsten Rosenkreuzer befinden sich in der Landeshauptstadt Atlanta, die von den Guidestones aus relativ einfach zu erreichen sind. Auf der Homepage der Rosenkreuzer fällt uns nicht nur die altägyptische Symbolik auf, auch in ihrem Einführungsvideo geht es überwiegend um das alte Ägypten. Und auch hier fallen uns erneut die Initialien R und C auf, die auf Christian Rosenkreuz hindeuten. Unter History erfahren wir, übersetzen wir die Seite mal auf Deutsch, dass die Rosenkreuzer ihre Wurzeln bei Thutmosis III. Sehen, der um 1500 v. Chr. In Ägypten herrschte und die esoterischen Schulen eingeführt haben soll. Doch der wahre Meister, so erfahren wir, sei der Pharao Amenophis IV. Dieser aufgeklärteste Pharao, der erste Monotheist der Geschichte, war von den Mysterienlehren so inspiriert, heißt es, dass er der ägyptischen Religion und Philosophie eine völlig neue Richtung gab. Er gründete eine Religion, die den Aton, die Sonnenscheibe, als Symbol der einzigen Gottheit erkannte, als Grundlage des Lebens selbst, als Symbol für Licht, Wahrheit und Freude, und änderte seinen Namen in Aket-Aton, um diese neue Idee wiederzuspiegeln. Die Rede ist natürlich von Echnaton, Digga, wollte ich gerade sagen. Echnaton, dem Langschädel-Pharao, von dem auch ich immer wieder berichte. Dieser scheint der Stammvater der Rosenkreuzer zu sein, dem bereits in der ersten Ausgabe der Rosenkreuzer Zeitung Was immer wichtig ist, dass der Echnaton selbst mit Rosenkreuzer einen Scheißdreck zu tun hat. Ne? Das sind immer die Jungs innen danach, die dann irgendwelche Theorien aufmachen und irgendwelche Religionen gründen auf Grundlage von irgendwelchen ägyptischen Jungs innen, angebliche Recherche, dies, das, blablabla. Also da muss man immer aufpassen, so, weißt du? Das kommt dann irgendwie so rüber, als ob der Echnaton damit irgendwas zu tun hat, aber der hat damit nichts zu tun. Das sind die Menschen, die das draus gemacht haben. Exactly. Und bei dieser ganzen ägyptischen Recherche auch, da gibt es auch viel Fake News. Bei diesen ganzen Themen muss man immer dazu sagen, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Meinungen, verschiedene Interpretationen und so. Und keiner war da gewesen. Auch wichtig. Engel aus dem Jahre 1921 gehuldigt wird.
Die Rosenkreuzer leben in einer eigenen Zeitrechnung, die mit der Regentschaft von Echnaton beginnt. So steht hier das Rosenkreuzerjahr 3274 für das christliche Jahr 1921. Am 22. März 2020 begann das Rosenkreuzerjahr 3373. Wenn aber unser 22. März 2020 dem Jahr 3373 der Rosenkreuzer entspricht, welches Rosenkreuzerjahr hatten wir dann am 22. März des Jahres 1918? Boah, der Bruder ist richtig tief reingegangen hier gerade. Als die Guidestones eingeweiht wurden. Es war das Rosenkreuzer Neujahr 3333. Tschüss! What the fuck? Ein weiteres starkes Indiz, dass die Guidestones ein Monument der Rosenkreuzer sind. Ägyptische Symbole, die auf die Rosenkreuzer hinweisen, sind uns bereits mit diesem Obelisken aufgefallen. Doch diese Granitfirma hat noch mehr Spuren zum alten Ägypten gelegt und somit zu den Rosenkreuzern. So wird der Steinbruch in Elberton, aus dem die Guidestones stammen, als Pyramid Crawleys bezeichnet, der von den Pyramid Stone Industries abgebaut wird. Und die ganze Anlage liegt, wie sollte es auch anders sein, an der Pyramid Road. Und damit nicht genug, die Sorte Granit, die da abgebaut wird, aus dem auch die Guidestones bestehen, nennt sich Pyramid Blue Granit. Natürlich sind das alles nur Zufälle und haben nichts mit den Rosenkreuzern zu tun. Doch. Obelisken, Pyramiden, Pharaonen und eine Zeitrechnung, die auf Echnaton zurückführt. Krass, einfach 3333 war, Bro. Das sind eigentlich eindeutige Hinweise, so, ne? Es wäre auch viel zu weit hergeholt, wenn die jetzt mir erzählt hätten, dass irgendein zufälliger Guy einfach Bock hatte, irgendwie so eine Tafel aufzustellen, wo der neue 10 Gebote reinhaut, was die Menschheit angeht. So. Das klingt mir definitiv nach irgendwelchen, nach irgendwelchen Leuten, die denken, dass die Gott spielen können und das Rezept rausgefunden haben, wie die Menschheit funktionieren kann. Weißt du? Scheint sind die Auftraggeber und Erbauer der Guidestones nicht nur überzeugte Freimaurer und islamische Schreiner, sondern ganz offensichtlich auch Rosenkreuzer. Der Wind mit ihrem Zaunpfahl ist hier so heftig, dass bereits ein Tornado wütet. Dabei sehen diese Leute völlig harmlos aus, als sei die einzige Nebenbeschäftigung, der sie nachgehen, der sonntägliche Gang in die Kirche. Dabei ist Echnaton ihr Jesus, ein Pharao ihr Stammvater. Die Rosenkreuzer fordern ganz offen nach einer Weltregierung und mit ihrem Manifest aus dem Jahre 2014 rufen sie aktiv zum Handeln in diese Richtung auf, und in dieser Phase, die ich als Transformationsphase bezeichne, befinden wir uns jetzt und noch heute. Im Jahre 2014 wurde dem Monument ein Schlussstein mit der Inschrift 2014 hinzugefügt. An diesem Datum sollen die Guidestones aktiviert worden sein, um in Richtung der eingemeißelten 10 Gebote zu wirken. Aktiviert denn, man, Alter, wie jetzt? 2014. Da stand doch nur eine 20, Digga. Wo ist 2014? Gebote zu wirken. 2014 war ein zufällig auch ein Schaltjahr der Rosenkreuzer. Ah, auf der anderen Seite. 400 Jahre zuvor, im Jahre 1614, traten sie zum ersten Mal zusammen und an die Öffentlichkeit, um Reformen für eine neuzeitliche Ordnung zu fordern. Spirituality, Humanism und Ökologie. Spiritualität, Humanismus, Ökologie. Genau 400 Jahre später, im Jahre 2014, sahen die Rosenkreuzer ihre Zeit erneut gekommen für einen Wandel, deren Ausrichtung sie in diesem Manifest festhielten. Zu den 4 erwähnten Kernforderungen auf den Guidestones geht es in diesem Manifest auch um eine menschliche Transformation. So fordern sie im Rahmen einer neuen Ökologie mehr grüne Politik und grüne Technologien. Sie meinen auch, dass zu viel Individualität und Kapitalismus den Menschen schaden würde.
Etwas mehr Sozialismus wäre der bessere Weg. Zudem sei die Zeit der Religionen abgelaufen. Genau die Richtung, in die wir heutzutage gehen, ne? Religionen wären ein Hindernis in der spirituellen Weiterentwicklung der Menschheit. Das alles festgehalten und versiegelt in diesem Rosenkreuzer-Manifest aus dem Jahre 2014, als die Guidestones aktiviert wurden. Diese Soundeffekte, Bro, Norman, heftiger Typ. Dieser Kubus kodiert mit der Zahl... Hat der einfach selber so einen Würfel gebastelt, oder was? ...des Tieres, 666 Zoll Kantenlänge, wurde als Schlussstein genau in dem Jahr... Okay, das war jetzt gerade aber ein bisschen... warte mal kurz. 666 Zoll Kantenlänge wurde als... 666 Zoll Kantenlänge, Bro. ...Schlussstein genau in dem Jahr an die Guidestones angebracht, als die Rosenkreuzer ihr Manifest für eine neue Weltordnung veröffentlichten. 2014. Dass damit irgendwas angestoßen wurde, davon sind auch die Betreiber von Deagle.com überzeugt und die weisen auf eine dramatische Entwicklung in den nächsten Jahren hin. Dass im Jahre 2014 irgendwelche Weichen gelegt wurden, davon sind ja auch die Analysten von Deagle.com überzeugt. Okay. Diese militärisch ausgerichtete Webseite, deren Betreiber gerne anonym bleiben, führt unter anderem eine Länderliste mit Statistiken und Projektionen für die nahe Zukunft. Wir sehen hier zum Beispiel China mit 1,38 Milliarden Menschen, die USA mit 326 Millionen Menschen und Deutschland mit rund 80 Millionen, was der aktuellen Situation entspricht. Klicken wir jedoch hier auf Forecast 2025, also auf deren Projektion für das Jahr 2025, dann ändern sich die Werte dramatisch. Bei den Chinesen tut sich noch nicht viel, aber was ist mit den USA passiert? Nur noch 99 Millionen Einwohner von 326 Millionen. Was ist das aber für eine, ist das legit oder so, weißt du, diese Website oder auf was basieren diese Prognosen? Entspräche einer Bevölkerung. Ich meine, okay, 2025, von 2014 aus haben die das geforecastet oder was? Da sind wir jetzt, nächstes Jahr. Ist nicht eingetroffen. Reduktion von 70%. Was ist mit den restlichen 230 Millionen Amerikanern passiert? Und wie sieht diese Zukunft eigentlich für Deutschland aus? Hier tief unten haben wir Deutschland und auch für uns, sagt Deagle.com, eine Bevölkerungsreduktion voraus, und zwar runter auf 28 Millionen. Über 50 Millionen Deutsche werden sich demnach in wenigen Jahren in Luft auflösen. Crazy. Stimmt halt nicht, ne? Also diese Prognosen waren halt nicht richtig, weil da steht 2025 und wir sind schon 2024 jetzt. Und sind eigentlich immer noch gleich. Meint diese Seite, ohne dass eine Abwanderung in andere Länder erkennbar wäre. Interessant ist, dass Deagle.com erst seit kurzem von einer drohenden Bevölkerungsreduktion für Deutschland ausgeht. Vor 6 Jahren, also im Jahre 2014, sah die Zukunft für Deutschland noch nicht so düster aus. Naja, die Tendenz ist da. Wie viel haben wir denn jetzt gerade in Deutschland? Also ich sag so, Bevölkerung in Deutschland. Ich sag mal so, natürlich, die Geburtenrate in Deutschland ist ja auch im Arsch. Weißt du, Bevölkerung in Deutschland 83 Millionen, 2022. Was war 2020? 83 Millionen auch. 2010, 81 Millionen, da tut sich nicht so viel, Digga, weißt du? Aber trotzdem, ich sag halt, diese Geburtenrate ist halt in den westlichen Ländern überall halt, die ist halt extrem im Keller. Und wenn das so weitergeht, dann wird sich das auch nicht mehr regulieren, weißt du? Die Bevölkerung würde nur geringfügig auf 79 Millionen sinken, wurde damals prophezeit, wie wir den Archiven und Aufzeichnungen des Jahres 2014 entnehmen können. Doch dann kam der Schlussstein mit der Kantenlänge 666.
zu den Guidestones und keine 6 Monate später, im Jahre 2015, korrigierte Deagle.com die Bevölkerungsentwicklung für Deutschland dramatisch nach unten. Crazy. Ein weiteres Jahr später... Wer sind diese Deagle-JungsInnen denn? Deagle. Miese Mystik hier gerade. Zahlen lügen nicht. Deagle-Liste. Zur Bevölkerungsvorausberechnung. Liste von Verschwörungstheorien. Hä? Ich gebe Deagle-Liste ein, da kommt auf Wikipedia Liste von Verschwörungstheorien. Zählt Verschwörungstheorien sowie Verschwörungsideologen der letzten Jahrhunderte auf. What the fuck? Sie beinhaltet bestätigte und widerlegte, aber auch noch unklare Theorien und Ideologien, die religiöse, politische, kulturelle oder alltagskulturelle motivierte Verschwörungen behandeln. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was ist das denn? Liste von Verschwörungstheorien. Agententheorie. Adolf Hitlers Handeln sei durch die Wirtschaft gelenkt worden. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig, wir sind hier in der Parallelrecherche gerade drin. Die Man in Black, geheime schwarz gekleidete US-Regierungsmitarbeiter sorgen angeblich dafür, dass mysteriöse Sichtungen keine Zeugenaussagen hervorbringen. Mit dem Blitzdings, Bro. Blitzdings in, man, Alter. Covid-19, Digga, da sind wir doch, Bro. Zur Covid-19-Pandemie existiert eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, die auf Falschinformationen beruhen, wie beispielsweise, dass Bill Gates das Virus künstlich im Labor habe erstellen lassen. Von den Impfungen gegen Covid-19 finanzielle profitiere. What the fuck? Von den Impfungen Covid-19 finanziell profitiere, mit ihnen Mikrochips implantieren lasse und damit die Weltherrschaft anstrebe. Guck mal, wie die das verlächerlichen. Die Arschlöcher. Wie die das alles. Nein, natürlich hat er mit der Impfung Geld verdient. Aber die schreiben das natürlich so rein, dass der Mikrochips eingepflanzt hat, um damit die Weltherrschaft zu erlangen. Damit das so ein bisschen dumm klingt, so. Weißt du? Aber es gibt Covid-19-Verschwörungstheorien, die wahr geworden sind. Offiziell schwarz auf weiß, RKI-Dokumente. Wurde der Wert nochmal angepasst und dann ging es nochmal um fast 10 Millionen Einwohner runter bis 2018. Blog sagt gerade, man kann das selber umschreiben. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht selber umschreiben. Du kannst Änderungen, musst du dich registrieren, dann musst du bestimmt durch so einen Prozess durchlaufen, dann kannst du Änderungen machen, die werden aber zurückverändert, wenn du das 2-3 Mal machst, ist gesperrt, wenn das nicht richtig ist. Die Prognose für Deutschland. Die Deagle ist eine Seite, die über Militärinvestments und so berichtet. Liste musst du weglassen. Deagle. Echt, ja? Also ist nicht offiziell jetzt von Regierungen oder so, das sind irgendwelche Journalisten oder was? Das Jahr 2025 endgültig auf 28 Millionen Bürger festgesetzt wurde. Ja, aber das stimmt doch nicht. Diese Entwicklung begann, wie bereits erwähnt, als dieser Schlussstein... Die können ja so viel prognostizieren, wie die wollen. Wir haben jetzt fast 2025 und wir sind immer noch bei 80 Millionen. Jahre 2014 in die Georgia Guidestones eingesetzt wurde und das direkt neben dem Gebot, die Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen zu reduzieren. Ja, einer hat recht, bald knallt's. Kann auch sein, ne? Vielleicht passiert es ja noch bis nächstes Jahr. Bro, dann müssen wir hier raus. Tickets sind gebucht, Bruder. Du weißt schon, wie das läuft. Nach Deagle.com dauert es nicht mehr lange, bis... Einer sagt, woher willst du wissen, dass wir noch 80 Millionen sind? Miese Mystik, Bro. Vielleicht sind wir nur noch 24, kann sein. Aber das würde man schon merken auf den Streets, glaube ich auch. Deutschland 50 Millionen seiner Einwohner verliert. Wobei ich das Schaltjahr nach wie vor bei 2023 sehe. Was wird diesen Schwund wohl auslösen? Ein Asteroid? Ein Virus? Eine Krankheit? Der dritte Weltkrieg oder gar eine Impfung? Wie gesagt, behaupte nicht ich das, sondern die Experten von Deagle.com und diese nach wie vor von den Behörden geduldeten Guidestones, die meinen, dass es gesund für den Planeten wäre, wenn 7,4 Milliarden Menschen... Vielleicht ist die Hälfte schon Roboter. Ach du Scheiße. Yo. Ey, Digga, das Ding ist, habt ihr mitbekommen?
jetzt irgendwie gestern, heute oder so, man konnte nicht mehr bezahlen. Man konnte irgendwie nicht mehr bezahlen mit Karte oder so. Irgendwas ist da zusammengebrochen, irgendwas war da los. Blackouts werden vorbereitet hier. Einfach so verschwinden würden. Und ihr fühlt euch elitär und vor allem genetisch gesund genug, um auserkoren zu werden von denen, für deren schöne neue Welt? In den Kommentaren dürft ihr euch dazu nun auslassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wer möchte, kann das Projekt Norman Investigativ durch eine kleine Spende unterstützen. Wir sehen uns. Bester Mann, Digga. Norman Investigativ für den Freimaurer und Rosenkreuzer dürfen zu den Thesen dieses Videos gerne Stellung nehmen. Ich küsse dein Herz, Bro. So. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Interessantes Video. 444 Zuschauer auf YouTube, Digga. Schnapszahle, Tin Man, Alter. Ich love you. I love you. Ich love you all. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. So. So, alle Freimaurer-Jungs innen, könnt ihr gerne mal rübergehen und mal euren Kommentar dazu ablassen. Ja, ihr dürft gerne Stellung nehmen. War auch wichtig, dass er das hinten raus nochmal reingeschrieben hat, weil, ja, sonst hätten die vielleicht nicht Stellung genommen. Also, spende it out, man. Nein, spende, der ist gut. Norman ist geil. Ich habe nochmal das Gefühl, dass Mega ein falsches Geschichtsverständnis haben vom Zweiten Weltkrieg. Dass einige ein, ja, klar, die meisten Freimaurer wissen nicht mal, dass Norman existiert. Würde ich so nicht sagen. Freimaurer sind nichts Besonderes mehr heutzutage. Jeder kann Freimaurer sein. Gibt es einen, der hier... Wer weiß, vielleicht haben wir auch einen Freimaurer im Chat. Kann sein.